Und es gewartet ein wenig Drakensang Online. Heute will ich mich auf das anstehende Vollmond-Event vorbereiten, welches wahrscheinlich schon am Start ist, wenn dieses Video online gehen wird. Ich habe hier 5742 Essenzen. Das Event hat sich mit Release 289 ein bisschen geändert und im Allgemeinen, seit ich wieder da bin, man muss zu Tabo gehen, dem Sphärenmagier in jeder Stadt. Und dann kann man hier eine Quest annehmen. Oh, das ist jetzt sogar eine Questreihe. Wie gesagt, das Event hat sich geändert. Ich muss mir das alles ansehen, ob das überhaupt noch so funktioniert. Auf jeden Fall bei Tag muss man nach Warholm reisen vorm Event, um sich darauf vorzubereiten. Den Zugang habe ich hier schon mal. Da benötigt man Sphärenscherben. Und dann bei Nacht geht es so richtig los. Irgendwie. Wenn das Event tatsächlich läuft. Was ist denn da jetzt los? Mögliche Belohnungen, die kann man jetzt schon bekommen. Im normalen Event. Wie gesagt, ich muss mir das ansehen. Machen wir mal schmerzhaft. Und schauen da rein. Ja genau, sammle dort Silbersensen zwischen den Vollmonden und nutze sie beim Vollmond-Event, um die Gegner von Warholm zu bekämpfen. Bekommt man da jetzt also die alten Sets und dann die neuen im echten Event? Fände ich interessant, wenn sie es so gemacht haben, dass die alten auch noch erlangbar sind. Die Zone sieht anders aus. Mondsilbermine. Was hat sich denn da alles getan? Warum haben die sowas wie ein Vollmond- und Neumond-Event so krass geändert? Also immer wenn bei uns im echten Leben, kann man sagen, Vollmond und Neumond ist, dann ist in Drakensang einen Tag früher oder später, irgendwie so um den Dreh, auch das Event. Jetzt stellen wir uns mal neben Rubina im Partnerlook, genau. Yo, bringe 3500 Silberessenzen und dann bekomme ich hier nochmal 3500 und eine Schriftrolle. Man muss nämlich die Werwölfe natürlich mit Silber bekämpfen und deshalb gibt es Silberessenzen, weil ich noch von den damaligen Events Silberessenzen besitze, kann ich die direkt abgeben. So, und die Quest erledigen, bekomme nochmal die 3500 wieder zurück und töte 300 Werwölfe. Gesundheit, Drachling, okay. Und diese Schriftrolle kann ich zum Beispiel direkt so verwenden und dann benötige ich 5 Minuten lang keine Essenzen. Was ist denn da jetzt für eine Mission? Habe ich vorhin gar nicht gesehen, beim Zwielichtigen. Ach so, da kann ich jetzt Silber gegen so eine Schriftrolle tauschen. Genau, warum genau 1999? Das verstehe ich nicht so ganz. 2000 Essenzen würden Sinn ergeben. 1998 würden Sinn ergeben, weil es 2x 900 sind. Aber 1999 verstehe ich nicht so ganz. Klingt eher nach so einem Preis. Schlagen Sie jetzt zu und bekommen Sie noch heute den, wie heißt dieses eine Teil, welches immer auf den Shopping-Centern verkauft wird, dieser Entsafter, wie heißt denn der? Der ist sogar so ein Meme geworden mittlerweile, weil der so, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ich weiß auf jeden Fall, na egal. Du Spieler-Event, ich Spieler-Event auf jeden Fall, ja, ich aber vorbereiten muss vorher. Du reden wie Yulov. Warum reden du wie Yulov? Ich nicht wissen das. Okay. Also, und hier bekommt man, Moment, ja, nach wie vor, aber in mickrigen Mengen. Was? Das ist mal krass. 15, 7? Da gab es früher auch 100er Stapel, die man so bekommen hat. Ein Durchlauf durch Warholm. Und man hatte in etwa, konnte man sagen, Daumen mal Pi, 1000 von dieser Währung eben, also von den Essenzen. Wow, 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 wow. Jetzt pass mal auf, der ist böse. Vor allem auf diesem Schwierigkeitsgrad. Ich verklicke mich immer, wenn ich H klicke. So, der Alpha Nordwolf. Was ist denn da jetzt los? Und den sogar zweimal. Müsste der andere dann nicht der Beta neu sein? Oder Beta? Beta? Genau, 15 Essenzen, 7 Essenzen. Das ist wenig. Das ist echt wenig, muss man sagen. Vielleicht benötigt man da nicht mehr so viele oder keine Ahnung. Oder man kann das auch irgendwie anders machen. Jo, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es am Ende bei der Quest dann richtig viele. Das wird sich zeigen. Ich sehe mir das an. Oder in der Mine eventuell. Vielleicht ist das nur so die kleine, aber feine, weiß nicht, wie man sagt, das Amüsgöl, der Gruß aus der Küche, die Vorspeise. Und danach in der Mine geht es erst so richtig zur Sache da unten, in der Mondsilbermine.
Ton ist zum großen Teil gleich geblieben, aber ein bisschen was hat sich da offenbar getan. Hier gibt es noch die Amphoren, aber die waren früher bei dem Event nicht so sinnvoll eigentlich. Oder? Ja, war doch so. Also eigentlich das Vollmond-Event war mittlerweile als guter 50er, konnte man da im Schlaf durch rauschen und brausen. Das war echt nichts Spezielles. Manche haben sogar, wenn man dann einen guten Zwerg mit hatte und der stellt ein paar Geschütze auf, hat man kaum Essenzen benötigt. Das war schon ziemlich heftig. So, Moment mal, kann man die? Die kann man unterbrechen. Dann werde ich das mal machen und ihnen beim Unterbrechen die Finger brechen. Und dann können sie nicht mehr sprechen. Nein, dann müsste ich ihnen was anderes brechen, dass sie nicht mehr sprechen können. Gut, oh, hier ist dann so ein Jackpot, 375, so viel gab es dafür nicht. Okay, verstehe ich nicht so ganz, die einen Stapel haben sie enorm reduziert und dafür gibt es einen 400er Stapel, kann man sagen. Nicht schlecht, Spieltrend, wap, wap, badabi, dadab, wap, wap, nein, hört mir auf damit, bitte hört mir auf damit, jetzt nicht hier in diesem Video. Genau, sonst wird das Video noch gesperrt. Wenn hier Copyright-Material gesungen wird oder so. Jo, mal schauen. Ich drehe mal die ganze Runde und ich glaube, hier komme ich dann am Ende wieder vorbei. Denn, warum steht aber eigentlich nicht dran? Ach so, 300 Werwölfe. Bam, banam. Ist das schon die Mission für Vaholm bei Nacht dann? Hier gibt es ja keine Werwölfe. Oder vielleicht in dieser Mine mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Kann es sein, dass man erst die Zwischenwelt gemacht haben muss, um in die neue 50er-Zone zu kommen? Kann ich mir nicht vorstellen, denn ich habe noch gar nicht alle Zwischenwelten erledigt. Es gibt ja da auch neue. Und die habe ich noch nicht alle. Aber was man machen muss, ist eventuell die Mantel der Macht-Mission oder so. Man muss auf jeden Fall zu Tahir und mit dem sprechen. Tahir in Kingsill für die neue Erweiterung. Und dann kommt man dorthin. Ich weiß aber jetzt nicht auswendig, welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen. Auf jeden Fall hatte ich diese Voraussetzungen. Und wenn, dann müsste es die Mantel der Macht-Mission sein. Weil das ist eben die einzige, die es bei Zar hier gibt. Wäre aber auch bitter, weil wenn die jemand nicht gemacht hat. Die Mantel der Macht-Mission ist echt heftig. Also die ist schon ziemlich intensiv. Wenn, sofern man das nicht geändert hat, dass die einzelnen Zutaten dafür häufiger bei den Gegnern in den Zwischenwelten droppen. Aber genau, da kann man auf jeden Fall die eine oder andere Woche dran knabbern, es sei denn, man ist Hardcore, dann schafft man das vielleicht auch in wenigen Tagen. Ja, aber ist auf jeden Fall eine kleine Herausforderung. So, ich bin jetzt hier an der Spitze dieser Sichel angekommen, wo vielleicht der Yulof auf mich wartet. Gibt es den noch? Auf jeden Fall sehe ich hier hohes Gras. Nein, eine schicke Amphore. Die öffne ich für 5 saftige Silberessenzen. Krass, und ich bin bei 6300. Alte Truhe aus dem Schiffswrack. Oh, Schriftrolle der Vergangenheit. Was ist denn da jetzt los? Ich bin Vargulf der Pirat und überfalle dich. Was schlaberst du, hast du gelernt? Nein, ich will auch Vargulf sein. Ihr könnt nicht so ganz Vargulf sein. Ihr seid doch noch kleine. Du darfst den Blutmagier spielen. Er schreibt seine Runen mit dem Blut. Ich verhexe dich mit deinem bösen Zauber. Hex, Hex, sei nicht albern, Schwester, aber Gulf und der Blutmagier segeln gemeinsam auf der... genau. Yo, neue Quest, Visionen aus der Vergangenheit erhalten. Da sind wir auch schon, Berichte Rubina von der Schriftrolle. Dann bekomme ich einen Gegenstand, der für 30 Minuten die kritische Trefferwertung um 5% erhöht. Ja, fein, warum liegt da noch was rum? Okay. Ein weiterer Teil der neuen Mission, den ich vorhin noch nicht gesehen habe. Dann laufe ich vorab nochmal zu Rubina, bevor ich die Mine betrete. Denn wer weiß, was dort noch so auf mich wartet, anderenfalls.
Sind da noch Gegner? Da müssten rein theoretisch noch ein paar sein. Jo, 15 Essenzen nehmen wir alles mit. Obwohl dieser 300er Stapel, fast 400er Stapel natürlich alles rausgerissen hat. So, Rubina, was ist da los mit dir? Visionen aus der Vergangenheit Nummer 2. Da bekomme ich ein Elixier der außergewöhnlichen Heilung. Okay, suche in den schwimmenden Fässern in Warholm nach einer weiteren Schriftrolle. Okay, das sind jetzt gefühlt 35 Fragezeichen aufgeploppt und dort muss ich dann noch suchen. Aber ich will um... Alles klar, im ersten Fass war's drin. Das ist ja nicht zu fassen, oder? Irgendwie nicht. Komm, Spieletrend, wohin soll ich kommen? Bin auch schon hier. Oh, Moment mal. Ich muss gar nicht zu Rubina. Suche in der Schriftrolle nach Hinweisen auf den Ort deiner nächsten Vision. Was geht denn da jetzt ab hier? Wo ist denn die Schriftrolle der Vergangenheit? Die Schriftrolle des Überfalls? Der Gedächtnisstein erzählt vom Leben... Nein, vom Tod. Eines Clans im eigenen Dorf. Der Schrecken der Lebenden trägt nun eine Geschichte von Blut und Verrat mit sich. Die drei Auserwählten werden ihre Suche fortsetzen. Okay, naja, der Gedächtnisstein, der ist in Jarlshofen. Oder ist es nicht dieser Stein? Oder hier Heiliger Steinkreis, eventuell ist das auch damit gemeint. Ich will mal in die Mine reinschauen, um ehrlich zu sein. Was das ist, ob man da überhaupt rein kann, ob man da irgendwas benötigt. Ob es da nur im Event reingeht oder so. Denn eventuell muss ich mich ja da noch irgendwie aufs Event vorbereiten, welches dann bald starten wird. So, was haben wir da? Silberkiesel. Dieser kleine Kiesel scheint aus Silber zu bestehen, trotz ihres Werts. Solltest du diesen Kiesel nicht verkaufen, sondern als Unterstützung für Johnson Lair sammeln. Da komme ich jetzt auch nur in Schmerzhaft rein, weil ich wahrscheinlich Schmerzhaft Warholm gewählt habe. Genau. Und ich bin gespannt, was mich da jetzt erwarten wird. Ich hoffe, das Game hängt sich nicht wieder auf, weil ich die Zone noch nie vorher betreten habe. Die Verbindung wird aufgebaut. Komm schon. Bau mal schneller. Was willst du bauen? Bau mir das Game, bau mir die Zone. Ich will den Ladescreen belabern, aber dann mache ich es einfach nicht. Dann wird hier eben geschnitten. So, da ist ein Boss auf jeden Fall eingezeichnet. Und wen haben wir da? Der sieht aus wie Yulov oder keine Ahnung. Ich lasse den mal am Leben. Oh, was ist das jetzt hier? Tower Defense? Fährt dieses Teil jetzt damit? Oder wie? Nö, keine Ahnung. Ich laufe da einfach mal durch. Sehe mir das an, was es hier so Schönes gibt. Was macht der? Kann der was, der Vorarbeiter? Offenbar nicht viel, außer Vorarbeiten. Kann der dann schon sozusagen von Montag bis Freitag die Arbeit für Sonntag erledigen? Ist das ein Vorarbeiter? Ich denke nicht. Also ich denke schon, aber ich denke nicht... Was laberst du? Warum zeigst du mir hier an, dass ich ein außergewöhnliches Item gefunden habe? Ich besitze schon 3000 davon. Ach so, weil ich hier einen außergewöhnlichen Gürtel trage. Das muss ich wieder in den Optionen umstellen? Das habe ich doch schon getan. Heieiei. Irgendwann mal. Na gut. Wenn du willst, dann werde ich das später in den Optionen wieder deaktivieren. Diese Tipps. Denn normalerweise ist es so, wenn man, sagen wir mal, man trägt ein grünes Item, dann bekommt man ein blaues. Und just in diesem Moment gibt es dann die Meldung, dass man doch dieses Item tragen könnte automatisch, weil es ja irgendwie besser zu sein scheint oder so. Da ist ein Silberfass. Was haben wir da drin? Silberkiesel. Okay, so erhält man die also. Muss man hier ein paar Fässer aufmachen. Das werde ich doch tun, um den Johnson Lair dann im Event zu unterstützen. Oder so. Irgendwie sollte das funktionieren. Nochmal ein Silberfass, nochmal mit Silberkiesel. Und was ist der Boss dann? Da bin ich schon gespannt. Was ist das, dieser Blutmagier? Nö, ich habe echt keine Ahnung. Ich kenne das neue Event noch gar nicht. Das wird sich zeigen. Grüne Essenz, Moment, die muss ich wieder ausrüsten, weil die ausgegangen sind. Und die werden nur automatisch nachgerüstet. 150 Essenzen, wenn man welche drin hat. Ansonsten rüstet das Spiel die nicht automatisch aus. Hat einen bestimmten Grund, und zwar, sagen wir mal, man hat gar keine Essenzen drin und möchte auch keine verwenden, sondern sie nur sammeln, dann müsste man
ansonsten immer, wenn man welche aufsammelt, hier die da rausziehen, wieder ins Inventar. Weil man sie ansonsten natürlich automatisch verwendet. Okay, meine Daily ist erledigt. Damit bin ich hier mal fertig. Was gibt's noch? Dum-dum-dum-dum. Balor mal wieder. Ich weiß nicht, das ist so der Running Gag. Ich bekomme hier immer Balor. Ohne neu zu würfeln. Warum denn nicht? Kann man ja mal machen. Balor, der Sohn des Drachen. Vor allem jetzt, wo man den fast im Schlaf bezwingen kann eigentlich. Den kleinen Halunken. Der ist nicht mal das Wort Balor Endboss wert. Und das war eigentlich, naja, es war ein Wort mit Bindestrich. Wow, was ist denn da los? Schreckt mich nicht so. Ist ja wie in einem Horrorspiel mit diesen Jumpscares. Tauchen einfach hier 3, 4, 5 Nordmänner hinter mir auf. So, und jetzt der Boss. The Boss Horse. Oh, da sind mehrere und ich stürze mich direkt ins Verderben. Alle auf einmal. Juckt mich nicht. Ich nehme es mit allen auf. Draugr, der Wiederkehrer. Das ist ja hier mit den Begriffen heute. Wo kehrt denn der wieder? Hier sieht es aber ziemlich schmutzig aus. Hier hast du bestimmt noch nicht. Oh, der kehrt tatsächlich immer und immer wieder. Ja, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, vielleicht muss ich zuerst den Guide hier bezwingen, dass der andere nicht mehr kehrt. Oder so, kehrst du noch immer? Wie oft kehrst du denn? Nein, jetzt ist er kaputt. So, das ist doch mal ein feiner Anblick, oder? So viel Loot, so viele Gegenstände. Machst du Foto, tust du Facebook. Erstmal den eigenen Namen ausblenden, dass man das besser sehen kann. Ach, ist das schön. Genau. So, was haben wir? Unreiner. Essenzen in großen Mengen. Nochmal ein Edelstein. 150 Essenzen. Silberkiesel, sehr schön. Kiesel. Wenn man das Wort öfters ausspricht, dann klingt es irgendwann sehr seltsam. Kiesel. Hallo Fred. Grüß dich. Und genau. So, hier noch den letzten Gang entlang. Bin schon gespannt, was mich da noch erwarten wird. Ein paar Fässer, die ich dementsprechend öffnen werde. Und jetzt, Moment, ich habe was in der Nase. Sorry dafür. Tut mir leid, aber was muss, das muss. Hier noch ein Fass. Und wow! Was ist das jetzt hier? Macht mal eure Bomben da weg. Ziemlich gefährlich, würde ich sagen. Gut. Einsammeln. Anklicken. Und da ist noch ein Boss. Direkt blaue Essenzen ausrüsten. Für den hier, den Grubenarbeiter. Arbeiter. Wie spreche ich denn heute die Wörter aus? Den Grubenarbeiter. Grubenarbeiter, also, jo, das ist offenbar das neue Warholm. Gibt auf jeden Fall mehr zu tun und es ist nicht so repetitiv, genau. Lassen wir das heute mit den Wörtern. Dann freue ich mich schon auf das Vollmond-Event. Werde vielleicht jetzt hier noch einen Durchlauf starten, um noch die ein oder andere Essenz zu sammeln, aber eigentlich sollte das dann schon bald langen irgendwie. Jo, für dieses Video war es erstmal. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spieletrend. Oh.